Wir verloren Tobruk. Mein Tun aber zog die Aufmerksamkeit des britischen Marinenachrichtendienstes auf sich. Sie sind einem Protégé Hitlers nach Afrika gefolgt. Einem skrupellosen Verfechter von Nervengas während des letzten Krieges. General Franz Wahlen. Deren Informant ist von der Bildfläche verschwunden. Ich soll der Sache nachgehen. Erste Anlaufstelle ist die Gaborun-Oase, Transportknotenpunkt der Achsenmächte. Spähtrupps und Kommandeure reisen hier durch, nebst Geheiminformationen. Ich habe den Schutz der Dunkelheit auf meiner Seite. Ein paar Offiziere sind in der Gegend, darum beginne ich hier mit der Suche. Um den See herum gibt es zahlreiche Anhöhen. Perfekt, um ein Gewehr aufzustellen. Gut. Wenn Wahlen hier gewesen ist, hat er eine Spur hinterlassen. Und ich werde ihn finden. Gut, dann begeben wir uns mal in das Lager. Aber davor können wir noch unsere Bewaffnung wählen. Das ist ja nice, okay. Wir haben... Also ein neues Scharfschützengewehr können wir nicht nehmen. Müssen wir alles freischalten durch die Level. Finde ich ein bisschen blöd. Die MP40 haben wir freigeschalten. Die ist um einiges genauer, hat bessere Entfernung und besseren Schaden. Die nehmen wir mal. Die Velroad behalte ich. Dann könnte ich Dynamit wieder einpacken, aber das werde ich sicherlich in dieser Basis finden. Aber auch das ist auch viel zu laut. Und was können wir noch? Unser Gewehr anpassen. Nice. Aber leider haben wir nichts gekriegt oder freigeschalten. Vielleicht muss man das auch finden, wer weiß. Und ein Fadenkreuz können wir auch freischalten. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Okay. Aber ich denke mal, ich würde das so lassen mit den Verbandskästen und den Verbänden. Großartig ändern kann ich ja nichts außer Dynamit. Und dann nachher kommen dann halt Stolperminen und normale Minen und ja, und Landminen und so. Oder schauen wir mal. Alles klar. Dann gehen wir jetzt wieder zurück ins nächste Level. Nach Franz Wahl suchen. Oder Wahlen. Eine gut befestigte Basis. Aber zu schlecht gefestigt vor mir. Fangen wir an. Erst wieder schön leise. Was macht er denn da? Versucht was zu reparieren. Das ist laut genug, um meine Schüsse zu überdecken. Schlechte Idee. Hey, lass das Ding kaputt! Sonst mach ich dich kaputt. Achso, das habe ich ja schon. Tut mir leid für dich. Danke. Hier kann ich mein Fernglas einsetzen. Mein Ziel. Da oben ist auch einer. Was? Ich kann sogar ausmachen, welche Waffe er hat. Ah, am Eingang ist auch einer postiert. Sonst sehe ich keinen mehr. Mein Ziel ist da unten. Von hier oben kann ich sie alle schön, schnell und leise erledigen. Da ist auch noch ein. Okay, fangen wir an. Das wird ein Spaß. Generator, dein Auftritt. Schneller als der Schall. Entfernung, alles schön gewesen. Völlig zufrieden.
daneben. Hat er was bemerkt? Nein, hat er nicht. Es war noch zu laut. Ein Glück. Aber jetzt, mein Freund, jetzt. Mist. Der muss treffen, direkt ins Herz. Verdammt! 3 Schüsse habe ich gebraucht. Durch den Arm. Und durch den Darm. Es war noch im Lärmpegel. Glück gehabt. Was zu denen hier? Zum Teufel. Wieso? Wieso haben die mich gehört? Na toll. Aber sie wissen nicht, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Dann erledige ich erstmal den. Tja, das war die Wirbelsäule. Ängstlich wie ein Karnickel in der Ecke. Jetzt. Schön durch ihn durch. Okay, General, jetzt kommst du dran. Hast dich wieder beruhigt, gehst auf Achse, ja? Mit besten Grüßen! Erledigt. Irgendwas muss dieser Leichnam bei sich haben. Gleich, gleich. Nur die Ruhe. Jetzt schießen wir noch dem die Birne weg und dann war's das. Was bedeutet das jetzt, diese 38 Meter? 23 Meter? Hat jemand was gehört, oder? Ah, okay. Alles klar. Interessant. Ich kann hier also nicht so extrem rumballern. Jetzt werden die ganz schön schnell hellhörig hier. Gut. Ich brauche die Informationen. Na, wie schaut's aus? Was hast du für mich? Die Offizierseinteilung. Danke! Spielkarten. Hab ich nicht. Okay. Haben wir eine Karte? Jawohl. Diese kleine Basis hätten wir schon mal ausgerottet. Jetzt müssen wir hier durch und zu dieser Scharfschützenposition, um mein nächstes Ziel zu erledigen. Aber trotzdem muss ich leise sein. Den hier habe ich schön den Schädel weggeblasen. Was hast du in deinen Taschen? Nichts. Nur Sand. Okay. Wir sind alle tot. Aber das Lager ist größer.
viel größer. Was? Schüsse. Okay. Ich könnte jetzt hier mitten durch die Zelte, oder? Ich schleiche hier hinten diesen Pfad entlang. Ich meine, das wäre besser. Oh, wenn ich im Gebüsch bin, bin ich noch... Ah ja, kein Problem. Solange ich nicht sichtbar bin, kann ich sie alle töten. Ich brauche erstmal eine Anhöhe, um herauszufinden, wie viele hier sind. Verdammt, da kommen zwei Stück. Ich muss sie markieren. Zustand ist passiv. Umso besser. Gut. Die zwei sind markiert. Perfekt. Der läuft weiter. So muss das sein, mein Freund. Genau so. Ist die Kugel im Kopf. Und mein Kumpel. Oder dein Kumpel, besser gesagt. Legt einen kleinen Stich in sein Hirn. Wenn er sich nicht dreht. Sonst knipse ich ihm ganz schnell das Licht aus. Machst eine Pause? Ja, mach eine Pause von deinem Leben! Alles überblicken. Wie viele haben wir denn noch hier? Da ist einer. Sonst keiner mehr zu sehen, oder? Scheint nur noch der zu sein. Aber wenn ich den jetzt weg... Sniper... Wäre das viel zu laut. Da ist auch einer. Mine. Hier sollte ich eine Falle auslegen. Eine Falle auslegen, keine schlechte Idee. Aber als erstes töte ich die beiden da unten. Damit kein Alarm geschlagen werden kann. Mist, der kommt. Komme ich vielleicht hier auf diesen Felshang? Leider nicht. Er geht zurück. Der andere kommt. Das muss ich gut überlegen. Wie töte ich wen? Spät, mein Freund! Zu spät. Hey, hallo. Dann halt nicht. Okay. Da oben ist auch einer. Verdammt, das ist sogar ein Scharfschütze. Der kann mich sehen. Okay. Dann versuche ich sie jetzt wieder leise auszuknipsen. Beinahe wäre ich nämlich entdeckt worden. Das wollen wir ja doch nicht. Das Fass sieht gefährlich aus. Oh, du könntest recht haben.
Generator. Sabotieren wir den mal. Gut. Ah, das Scharfschützennest. Gut. Schauen wir uns mal um. Hier ist einer. Da ist er. Offiziere haben einen schärferen Blick als das Fußvolk. Verstehe. Ich wusste es. Den kann ich aber nicht erfassen. Aber der wird mein erstes Opfer sein. Da unten ist auch einer. Und dann ist der mein erstes Opfer. Erledigt. Nichts bemerkt. Komm schon. Jetzt. Was? Verdammt! Das gibt es doch nicht. Ich konnte ihn nicht treffen. Egal. Drüben ist ja interessant. Steht er auf dem Steg. Mal schauen, ob ich ihn ins Wasser ballern kann. Schwimm schön, mein Freund. Den Schwimmunterricht kann er sich sparen. Splash! Hat jemand was bemerkt? Nein, natürlich nicht. Den General noch töten. Erst den Soldaten. Das war knapp. Nun jetzt den General. Auftritt. Mach's gut. Ein Rücken kann entzücken. Was? Ins Herz. Aua, Herzschmerz hatte ich da nur. Okay. Jetzt noch den da unten und das war's. Im Laufen! Ins Kleinhirn! Splash! Okay. Der da drüben kotzt mich an. Warum kann ich den nicht treffen? Nochmal ein Versuch. Diesmal schaffe ich's. Jawoll, wusste ich's doch. Ich hoffe, ich habe niemand übersehen. Jetzt gehe ich runter und hole mir die Informationen. Aber falls mich jemand überraschen will, sollte ich die Velrobe noch auspacken. Wie gut, dass dich niemand gesehen hat. Zählt vielleicht noch einer. Da. Wie? Verdammt! Ey, Kolo, was? Oh. Na! Scheiße! Scheiße, scheiße! Fuck. Muss hier weg!
jetzt was bemerkt. Konnte ich den nur übersehen. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Hinter der Säule hast du dich versteckt, also. Komm raus, du feiges Schwein. Ist so, erwische ich ihn nicht. Kann sich das durchlesen. Ich lese mir das jetzt nicht durch. Ich muss nämlich aufpassen, ob da jetzt nicht noch mehr kommen.